Hallo zusammen. Hier nur mal ganz kurz ein paar Zahlen und Fakten über Flüchtlinge. Im Jahr 2015 öffnete Angela Merkel rechtswidrig unsere Grenzen für eine Vielzahl an Flüchtlingen. Die offiziellen Zahlen belegen eine Zuwanderung von 1,2 Millionen Menschen in 2015 und 2016. Bis 2020 sollen laut Bundesregierung insgesamt 500.000 Flüchtlinge pro Jahr aufgenommen werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, schätzt, dass pro Flüchtling ca. 1,2 Familienmitglieder nachfolgen werden. Das bedeutet, dass wir von offizieller Seite aus mit ungefähr 7,04 Millionen Flüchtlinge bis 2020 rechnen können. Nur mit diesen Zahlen gerechnet, zusätzliche Flüchtlinge ab 2020 nicht inbegriffen und dem jährlichen natürlichen Zuwachs von 1,5%, hat sich diese Bevölkerungsgruppe im Jahr 2050 auf 12 Millionen vergrößert. Dazu noch schnell folgender Hinweis. Da dieses Thema die Gemüter der Deutschen höher schlagen lässt, ist davon auszugehen, dass analog der geschönten Arbeitslosenzahlen Armutsberichte und diverser TTIP- und CETA-Geheimverhandlungen uns wiederholt kein reiner Wein eingeschenkt wird und die offiziellen Zahlen nicht der Realität entsprechen und demnach weitaus höher sein könnten. Die 2015 von der Regierung genannten Zahlen wurden zum Beispiel um mehr als das Dreifache übertroffen. Gerade vor den anstehenden Bundestagswahlen ist die Wahrheit zur Thematik Flüchtlinge unerwünscht. Das BAMF hat hier schon vorgesorgt und verordnet, dass offiziell eingeschleuste Familienmitglieder nicht als Flüchtlinge deklariert werden und daher in den entsprechenden Statistiken nicht auftauchen. Zurück zum Thema. Deutschland hat schon jetzt die größte muslimische Bevölkerung aller Länder Westeuropas und ist zum jetzigen Zeitpunkt nach der Türkei weltweit das Land, in dem die meisten Flüchtlinge leben. Zu beachten sind zudem auch die signifikant hohen Geburtenraten muslimischer Frauen in Deutschland von derzeit durchschnittlich 3,1 Kindern pro Frau. Bei den deutschen Frauen sind es im Schnitt nur 1,4 Kinder. 2,1 Neugeborene pro Frau wären zum Erhalt der einheimischen Population erforderlich. Dieser negative Effekt wurde jahrzehntelang von unseren Politikern gefördert und verdeutlicht die Problematik ungemein. Das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin fand heraus, dass unter den Muslimen islamisch-religiöser Fundamentalismus weit verbreitet ist. Zwei Drittel der befragten Muslime halten demnach religiöse Gesetze für wichtiger als die Gesetze des Landes, in dem sie leben. Vor diesen Hintergründen ist es traurig, dass wichtige Fragen, berechtigte Einwände und auch Ängste der deutschen Bevölkerung ignoriert und stets mit der Nazikeule beantwortet werden. Meiner Meinung nach sollten wir unseren Unmut aber nicht an den Flüchtlingen auslassen. Auch wenn sie sich nicht integrieren wollen, nur aus wirtschaftlichen Gründen hier sind und viele unser Sozialsystem hemmungslos ausnutzen. Bedenkt dazu bitte, die Flüchtlinge sind gar nicht das Problem. Die Eliten sind im Moment das Problem. Ohne diese hätten wir keine Kriege, keinen ungleich verteilten Reichtum und damit hätte auch niemand einen Grund, aus seinem eigenen Land zu flüchten. Irgendwie sitzen wir alle in einem Boot. Die Wut nach links, rechts oder unten zu verteilen, hilft uns nicht weiter. Das echte Problem sitzt oben. Es sind unsere korrupten Politiker und ihre vom Kapital besessenen Lobbyisten im Hintergrund. Seit fast 70 Jahren sind die Altparteien an der Macht. Lasst uns doch einfach mal etwas Neues ausprobieren. Wir haben es in der Hand. Am 24. September 2017 kann jeder Einzelne ganz persönlich dazu beitragen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst das Abonnieren nicht und gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat.